So, hallihallo, euer durstiger Dave, wieder von dem runtergelassenen Rollo, weil es heute eigentlich gar nicht nötig wäre, weil es eigentlich schön sonnig ist. Aber es hat einen Grund, warum ich auch so angezogen bin, mit Hemd über dem T-Shirt, damit ich die Flasche, auf der ich hier abgebildet bin, auch einigermaßen gut repräsentiere. Wobei ich ja furchtbar dargestellt wurde als Gesicht. Also das ist ja schon sehr, sehr frech, sehr drachenlordig. Also schon sehr krass, aber das Karohemd ist langärmlich, es ist ein Winterhemd, deswegen habe ich das jetzt nicht an. Dazu ein schönes gestreiftes und blaues Boss-T-Shirt drunter. Yeah, man muss ja auch stilvoll hier zugrunde gehen. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Geschichte. Also das wird jetzt wieder etwas länger heute. Und zwar werden die nächsten kommenden zwei Videos auch noch länger. Das heißt, nee, genau genommen, langsam anfangen, Dave. Ich habe was Wunderschönes geschickt bekommen von meinem Lieblingsfan-Club und auch der älteste, der besteht schon seit ich einen Kanal hier habe, wo auch Verwandte von mir wirklich dabei sind. Meinte nämlich der Kaiserstuhl-Fan-Club, Durstiger Dave. Schmanderich hat das Paket im Auftrag von mehreren Beteiligten da mir geschickt. Und zwar mit einer interessanten Challenge. Und das ist wirklich eine super Geschichte, wie sie sich da ausgedacht haben. Der Witz ist der, dass ich sechs Biere bekommen habe. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht, die kompletten Etiketten wegzumachen. Auch sogar die Aluminiumdeckel, die Kronkorken abzukratzen. Also normalerweise machen sowas eben also nur Crack-Raucher am Bahnhof oder eben durstige Dave-Fans. Ne? Das ist natürlich schon eine coole Sache. Ne? So auf dem Aluminium rumkratzen, dass wirklich das alles abgeht. Also die haben sich wirklich da Mühe gemacht. Und die haben die Biere durchnummeriert. Ja, und einen Reim, einen netten Reim drunter unter jedes. Und meine Challenge, die ich jetzt praktisch bekommen habe, ist, ja, also rauszufinden, was es am ehesten ist. Ich kann natürlich nicht Marken nennen oder sowas. Ich bin jetzt ja nicht irgendwie der Biergott oder der Bierpapst, wobei selbst Experten oft bei so Sachen daneben liegen. Also irgendwelche Marken, ob es jetzt eine bekanntere Marke wie Rothaus oder Waldhaus ist aus dem Südschwarzwald oder ob es eine kleinere Brauerei ist, das kann ich ja nicht wissen. Ich kenne sie ja auch gar nicht alle da unten in die Brauereien. Ich kenne ja nicht mal alle in Karlsruhe. Ne? Da gibt es ja auch winzige, ne, die man doch, ich glaube, hier kenne ich sie alle sogar. Aber naja, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, also ich denke mal, im Groben kann ich sicher sagen, dass ich ein Pils von einem Hefeweizen, das werde ich schaffen zu unterscheiden. Aber meine Challenge ist halt wirklich, dass ich die Richtung, in die das Bier geht, sage und natürlich dann auch die Nummer dazu, damit die es auch selber natürlich daheim nochmal überprüfen können, was war. Und wir machen es auch der Reihe nach. Ne? Sie haben eigentlich mir vorgeschlagen, das in zwei Videos zu machen, drei Stück, aber die werden zu lang dann, die Videos. Deswegen, Leute, seid mir nicht böse, ich mache es lieber in drei Videos, je zwei Biere. Also eins und zwei kommen heute dran. Und, ach ja, übrigens hatte ich ja angekündigt, das Leffe zu machen. Das habe ich jetzt mal hinten rangeschoben, weil das jetzt wirklich so sensationell war, das Paket, dass ich gedacht habe, das wird auf jeden Fall vorgezogen. Jetzt fangen wir mal an. Ich habe mal zwei Weizengläser geholt, beziehungsweise, also das ist ein Weizenglas, Ex, dazu komme ich gleich noch. Und das ist ein Glas, ja, vom Störtebeker, was man im Prinzip, das Schräge, ne, was man im Prinzip als für Pilz oder für Weizen nehmen kann. Also das ist dann im Prinzip egal, was es ist. Ja, zu dem Ex erzähle ich euch gleich mal was. Jetzt mache ich hier erstmal, also nochmal herzlichen Dank und ich freue mich riesig über diesen, das riecht schon hefeweizig. Und ich freue mich riesig über dieses, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier rauskommt und wie das hier aussieht. Ah nee, das ist doch kein Hefeweizen, nee. Da hat mich immer mein erster Geruchssinn getäuscht. Das ist kein Hefeweizen, die Nummer 1. Optisch und geruchstechnisch würde ich das eher Richtung Pilz einordnen. Ich lese euch aber jetzt erstmal das Gedicht vor. Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will. Benjamin Franklin, 1706 bis 1790. Ja, man ist alt geworden, ne, für die damalige Jahre, also diese Zeit, ne, Beginn des 18. Jahrhunderts, ist das enorm. 84 Jahre alt. Muss man sagen, Respekt. Ne? Also man sieht daran, es kann nicht so schädlich sein, ab und zu mal zum Biere zu greifen. Ich erstmal jetzt auf aller euer Wohl und wie gesagt, ein dickes, dickes Bussi in den Kaiserstuhl. Danke an euch. Es ist eine großartige Aktion, die ihr da gemacht habt. Und es wird auch richtig schön zelebriert in den kommenden drei Videos, wobei die natürlich nicht aneinanderfolgend sind. Warum, erkläre ich gleich. Erstmal Prost.
Ja, also das ist angenehm herb, aber nicht extrem herb, nicht zu herb. Ist auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist ein Pils. Also ich würde sagen, das ist ein Pils. Das kann natürlich auch sein, je nachdem wie Herbst eingebaut ist, dass es ein Lager wäre oder einfach die normale Bezeichnung Helles tragen könnte. Aber ich würde mich jetzt, wenn ich mich jetzt festlegen muss, dann sage ich, das ist ein Pils. Definitiv. Und es ist auch ein geschmackvolles Pils. Es könnte das Rothauspils sein. Es ist nicht so herb wie ich das Höpfnerpils oder andere Pilsnersorten, die herber sind, halt gewohnt bin. Das ist es also nicht. Weil es dazu nicht herb genug ist, würde ich sagen. Also ein Höpfner ist es nicht. Also ich denke eh, dass ihr wahrscheinlich Südbadische genommen habt. Vielleicht habt ihr mich natürlich auch auf das Glatteis geführt. Ist ganz klar. Ich sage jedenfalls, also von der Grundstruktur ist es schon mal ein Pils. Ne? Also kein Hefeweizen oder auch kein IPA. Das kann ich schon mal sicher sagen. Die Marke kann ich natürlich nicht sagen. Ich schätze jetzt einfach mal, ne, wenn ich raten darf. Das ist ein Rothauspilz. Ne? Ein Tannenzäpfel ist auch nicht, weil die werden nur in 0,33 Liter Flaschen verkauft. Das weiß ich. Also ist es eine 0,5 Liter Flasche Rothauspilz, sage ich jetzt. Ne? Ihr dürft mir die Antwort dann in den Kommentaren geben. Jetzt nochmal auf euer Wohl. Ist ein bekömmliches, leckeres Pils, muss man sagen. Ist jetzt keine Weltsensation, die mich jetzt komplett vom Balkonbier, vom Stuhl hätte ich was gesagt. Ich habe gar keinen Stuhl, das sind zwei Bierbänke, die ich hier habe. Also das hätte mich jetzt nicht von der Bierbank gehauen, dass ich jetzt sagen würde, so ein gutes Bier habe ich noch nie getrunken. Das nicht, aber es ist auf jeden Fall schmackhaft und lecker. Also ganz klar. Durchschnittliches Pils. Schmackhaftes, durchschnittliches Pils. Es könnte in der Tat das Rothauspilz sein. So, jetzt kommen wir zu Nummer 2. Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen. Da ist der Ursprung nicht ganz klar, ich weiß es selber auch nicht. Ist einfach deutsches Sprichwort, steht drunter. Upsa. Ah, jetzt geht die Scheiße wieder los. Mit diesen gedrungeneren Köpfen, die kriege ich mit der Rückseite von dem Messer schlecht auf. Das ist irgendwie unpraktisch. Jetzt habe ich es geschafft. Nee, das geht so nicht. Da ist einfach das, ihr seht schon, wie ich das richtig schon beschädigt habe, hier jetzt mit der Rückseite vom Messer. Bevor ich jetzt hier noch was kaputt mache, gehe ich kurz das, den Bieröffner holen, den richtigen. Also, glaube ich, man denkt, das ist noch zu blöd, das Bier aufzumachen. Aber nee, es sind wirklich diese so geformten, konischer geformten. Die anderen, gerade geformten, kriegt man locker immer wieder. Schulz! Mit der Rückseite vom Messer auf. Aber ich wollte eh nochmal aufstehen. Deshalb macht's nix. Weil ich den Zettel noch holen wollte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe aber schon alles erklärt, was drauf stand. Nee, den brauche ich nicht holen. Wenn, dann hole ich ihn im nächsten Video. Ich nehme jetzt das Ding hier. Damit kriege ich es auch auf. Man kann, wie gesagt, alles benutzen. Ja, damit geht's auch. Seht ihr? Schon erledigt. So. Perfektes Werkzeug für den modernen Handwerker. Das benutze ich normalerweise für den Grill. Aber das kann man auch mal als, man kann alles als Bieröffner. Okay, so, das riecht. Das kann ich jetzt erstmal gar nicht einordnen. Das riecht aber, das riecht anders, süßlicher. Das könnte sogar, oh ja, das sieht nach Weizen aus. Das sieht mir sehr nach Weizen aus. Wie das da reinläuft. Nee. Oder doch. Also ich bin gespannt. Also als ich zuerst habe reinlaufen sehen, hätte ich jetzt gesagt, das ist wirklich ein Weizen, aber ich nehme mein erstes Urteil zurück. Also wenn, dann ist zumindest keine Naturtrübe, so wie ich sie meistens kenne. Nee, das ist ein Kristall. Ein Kristallweizen könnte es sein. Egal, ich trinke jetzt erstmal das hier nochmal aus auf euer Wohl. Und seht, da sind schon 10 Minuten rum. Deswegen sage ich, 2 Flaschen pro Video ist besser, weil das einfach wirklich sonst macht ja keinen Spaß. Ich wollte noch kurz drauf kommen, warum das Ex hier. Am Wochenende ist am Samstag das Ex. Da werde ich einen Livestream machen. Deswegen werden nicht 3 aufeinanderfolgende Videos jetzt kommen mit dieser Aktion. Denn da werde ich einen Livestream machen, vielleicht auch sogar noch ein zusätzliches Video. Aber auf jeden Fall ein Livestream von dort, wie ich da exe. Das wird sehr, sehr lustig, ne? Und in Baden-Württemberg ist es auch wieder erlaubt, dass wir halt auch
Ich glaube sogar unbegrenzt. Also die Abstandsregeln müssen halt eingehalten werden. Maskenpflicht ist nicht, weil es im Freien ist. Und letzten Endes ist es dann egal, ob wir da 20 oder 25 oder 30 oder wie viele Leute, wie auch immer, dann da sind. Also die dürfen auch mit aufs Video drauf, wer drauf möchte. Da haben wir jetzt keine kein Stress mehr, dann Ordnungsamt oder so irgendwas. Da werde ich definitiv einen Livestream machen, ne? Weil, wie gesagt, wer halt drauf will, darf drauf. Wer keinen Bock hat, bleibt halt weg. Das sage ich den Jungs dann ja rechtzeitig vorher, dass ich einen Livestream mache, der dann online geht. Weil manche möchten einfach auch nicht ins Internet. Es gibt ja Leute, die das einfach prinzipiell nicht wollen. Egal, ob das jetzt gerade erlaubt ist oder nicht. Ne? Jo, wenn es nicht erlaubt wäre, würde ich das natürlich auch im eigenen Interesse schon nicht machen. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte trotzdem nicht in einer Versammlung mit auf dem Video, wo die Leute saufen. Selbst wenn sie anwesend sind, weil sie halt grundsätzlich was gegen das Internet haben. Deswegen, oder gegen Online-Präsenz haben. Deswegen nehme ich da natürlich Rücksicht. Also, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall witzig. Das mache ich am Samstag. Bis ihr das Video jetzt seht, ist Freitag. Das heißt, es ist dann schon quasi morgen, werdet ihr den Livestream sehen. Hiermit angekündigt. Ich kann euch aber noch keine Uhrzeit sagen. Haltet euch einfach bereit, es ist ja am Samstag. Ne? Wenn nicht, guckt das halt hinterher an. Ist auch nicht schlimm. Dann guckt das hinterher an. Wenn es online ist, bleibt es ja oben. Ne? So. Jetzt trinke ich das zweite erstmal an. Es hat einen interessanten, leicht ins Säuerliche gehenden Geschmack. Also ein Hefeweizen ist es nicht. Nochmal weniger herb als das erste. Aber leicht säuerlicher, habe ich das Gefühl. Das könnte man als helles oder Lagerbier. Schwierig zu. Oh, das ist aber ein Export. Ich trinke so selten Export, dass ich es nicht beurteilen kann. Nee, Export sind süßer. Exportbiere sind süßer, aber ich trinke sie sehr, sehr selten. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Dann sage ich jetzt mal, Nummer 2 ist ein helles. Nummer 2 ist ein helles. Nummer 2 ist ein helles. Und Marke, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich würde, das ist eine Allerweltsmarke, würde ich sagen. Also keine klassische, besondere südbadische Marke. Jetzt, das kann im Prinzip alles sein. Es kann ein helles aus der ganzen Welt kann das sein. Ne? Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Auflösung, ne, die dann in den Kommentaren kommt. Nummer 3 und 4 werden am Sonntag entweder oder am Montag, je nachdem, also Anfang nächster Woche werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Dann kommen, nach dem X werde ich vielleicht auch mal einen Tag Pause machen, wo ich dann einen Tag alkoholfrei mache. Das X, das brauche ich nicht mehr erklären, das dürfte jetzt eigentlich mittlerweile bekannt sein. Da treffen wir uns und wir trinken je schneller, je besser. Ne? Letztes Jahr habe ich 17 Platz gemacht von, ne, 19 oder 17? Prost, Schulz. Ne, den 17. sogar. Von, ich glaube, 84 war das, also war ich nicht schlecht. 3,90 Sekunden, glaube ich, ja. 3,90. Und ja, so in der Richtung strebe ich auch wieder dieses Mal an. Wenn es geht, verbessere ich mich sogar. Ich freue mich auf euch, wenn ich euch da live zahlreich sehe. Wenn ihr nicht kann, guckt sie es wie gesagt halt hinterher an. Das Video bleibt ja on hochgeladen, wenn es einmal hochgeladen ist. Und dann sehen wir uns Anfang nächster Woche, wenn ich so eine kleine Pause nach dem Ex gemacht habe mit Nummer 3 und Nummer 4. Werde ich schon mal gleich vorsorglich in den Kühlschrank machen, dass die dann bis Anfang nächster Woche auf Betriebstemperatur sind. Also, jetzt nochmal auf euer Wohl. Ganz dickens Bussi nochmal in den Kaiserstuhl von Dave. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns live am Samstag. Ich freue mich auf euch, hab euch lieb, bleibt tapfer, stark und natürlich immer durstig. Euer Dave und tschüss.